Vers lesen aus einem Buch, das nennt sich Shivananda Upanishad. Das ist eine Sammlung von Briefen, die Swami Shivananda geschickt hat an Schüler, beziehungsweise Schüler haben die Briefe, die Swami Shivananda ihnen geschickt hat, zur Verfügung gestellt. Daraus ist dann ein Buch entstanden. Es wird aufgeschlagen auf strahlende Selbst. Wie ein Kind zu sein ist gut, aber kindisch zu sein ist nicht gut. Tapas, einfache Disziplin ist gut, aber die Gesundheit zu ruinieren durch falsche Kasteiung ist nicht gut. Hingebungsvoll zu sein ist gut, aber übermäßig emotional zu sein ist nicht gut. Vairagya zu haben ist gut, aber den Körper zu sehr in der Kälte zu halten ist nicht gut. Einen starken Willen zu haben ist gut, aber dickköpfig zu sein ist nicht gut. Seinen Idealen treu zu bleiben ist gut, aber starrsinnig zu sein ist nicht gut. Mutig zu sein ist gut, wagemutig zu sein ist nicht gut. Und hier beschreibt Swami Shivananda, dass häufig die Grenze zwischen dem, was uns spirituell weiterbringt und dem, was uns in Probleme bringt, sehr fließend ist. Das sind ja alles Dinge, die sehr ähnlich sind. Und da gilt es, seinen gesunden Menschenverstand zu bewahren. Ein Kind zu sein ist gut. Ein Kind zu sein heißt, spontan zu sein, neugierig zu sein, etwas lernen zu wollen, freudevoll zu sein, sich über etwas freuen zu können, das ist gut. Aber kindisch ist dann auch nicht gut, was auch immer ihr euch darunter vorstellen wollt. Dann sagt er, spirituelle Disziplin, simple tapas, ist gut. Oder auch einfache Askese ist gut. Einen Tag die Woche fasten oder zweimal im Jahr 5 bis 7 Tage fasten. Früh morgens aufstehen und morgens Kriyas üben, Kopfstand üben und vieles andere, das alles ist gut. Aber es gibt auch in allen spirituellen Traditionen auch falsche Kasteiungen, seinen Körper zu quälen. Es gilt, was auch immer wir tun, auch an Tapas, auch an Askese, es muss auch gesund sein. Das ist das, was wir im ganzheitlichen Yoga machen. Es ist gut, mal seinem Körper und Geist zu sagen, wer der Herr oder die Frau im Haus ist. Also zu sagen, ja, Geist, du hättest jetzt gerne wieder irgendwelche Süßigkeiten. Das ist schön, dass du das magst. Das ist ein Ausdruck einer tiefen Intelligenz, das ist ein grauer Vorzeit, das süße Geschmack war eine Hilfe, um herauszufinden, ob Wurzeln gesund sind oder nicht. Und ich will jetzt nicht Sklave sein von Gewohnheiten, die vor 10.000 Jahren mal gut waren. Eine Woche lang nichts Süßes. Ich will das sehen, wer Herr im Haus ist oder Frau im Haus ist. Das ist möglich und gut. Das heißt nicht, dass man dann für den Rest des Lebens drauf verzichten muss, aber man kann es mal. Oder angenommen, ihr stellt fest, es ist schwierig, morgens um 6:30 aufzustehen für die Meditation. Steht einfach mal einen Monat um 5:30 auf. Dann ist 6:30 sehr einfach. Und angenommen, 20 Minuten Meditation scheint lang. Einfach mal eine Woche 40 Minuten lang meditieren. Und wenn man denkt, es fällt schwer, wenn andere unfreundlich zu einem sind, einfach mal eine Weile sich nicht verteidigen. Es hat nur einen Nachteil. Wenn man aufhört, sich zu verteidigen, dann hören die Menschen auf, einen zu schimpfen. Aber bis dahin hat man etwas Tapas geübt. Und das ist gut.
Jetzt aber zu sagen, ich esse ab heute nichts mehr und dabei seine Leber und seinen Darm ruinieren, das ist nicht so gut. Oder Swami Shivananda an der Stelle sagt, wenn es Winter ist und dann barfuß draußen gehen, gut, es gibt Leute, die sagen, das sei gesund, aber spätestens im Frost ist es nicht mehr ganz so gesund. Hingebungsvoll zu sein ist gut. Und wenn wir Mantra singen im Kirtan, irgendwo die Liebe und die Freude spüren, so als ob das Herz zerspringt vor Freude und dann geht der Körper mit und so weiter, das ist gut. Daraus aber eine emotionale Show zu machen, das ist nicht so gut. Das kann man von außen nie sehen. Und in Indien sind die Menschen zum Teil beim Kirtan singen. Gut, eigentlich hier sind wir mindestens genauso gut. Ich meine, da wird dann oft, zum Teil habe ich in Ashrams gesehen, das ist dann irgendwie so eine Art Show, die dort gemacht hat. Man tut so, als ob man in Ekstase ist. Aber es gibt echte Ekstase. Und wenn die kommt, dann ist es gut. Eine Show zu machen, ist nicht so gut. Einen starken Willen zu haben, ist gut. Starker Wille sagt, ich entscheide mich, morgen um 5:30 aufzustehen fürs Pranayama und dann um 5:30 klingelt der Wecker und das Bett ist so schön warm und weich und wenn man so ökologisch ist und deshalb nicht heizt, ist das Zimmer so kalt. Trotzdem aufzustehen ist gut. Wenn man sich entschlossen hat, zum Wohl des spirituellen Fortschrittes etwas zu tun, und dann wird es irgendwie unbequem, und dann bleibt man trotzdem dabei. Das ist gut. Es ist nicht so, dass wenn wir uns entschließen für etwas Spirituelles, dass plötzlich alle Welt uns dabei helfen will. Nein. Im Gegenteil. Wohlmeinende Menschen finden gute Gründe, uns davon abzuhalten. Und Karma testet einen. Wenn man sich zu etwas Gutem entschließt und noch besser es umsetzt, dann gibt es Phasen, wo alles Mögliche um einen herum so scheint, als ob sie sich gegen einen verschworen hätten. Das ist gut, guten Willen zu zeigen. Und eben zu sagen, ja, worum geht es letztlich? Es geht darum, spirituell zu wachsen. Es geht um die Selbstverwirklichung. Es geht um Gottverwirklichung. Kleine und größere Tests kommen. Da passt einem dieses nicht, da passt einem jenes nicht. Und das ist nicht so gut. Und hier wird man nicht richtig respektiert. Und da gibt es kleine und größere Probleme. Willenskraft zu haben, zeigt, ja, mir ist es ernst. Und so werden wir immer wieder getestet. In früheren Zeiten haben das die Gurus gemacht. Die haben den Schülern alle möglichen Probleme gestellt. Heute brauchen wir die Gurus nicht direkt, unbedingt. Wir brauchen sie immer. Aber sie machen das von einer subtileren Warte. Karma manifestiert sich. Und dort können wir sehen, immer wieder Wille zu haben. Und letztlich auch Unterscheidungskraft. Worum geht es letztlich im Leben? Manchmal muss man eben kleine Bequemlichkeiten aufgeben für das große Gute. Und wenn man sich dafür entschlossen hat und sagt, ja, das ist das, was ich machen will, dafür bin ich hier, das will ich machen, und dann seinen Willen bewiesen hat, plötzlich wird es dann wieder einfacher. Seinen Idealen treu zu bleiben ist gut. Hohe Ideale zu haben, diesen treu zu bleiben. Auch wenn sie immer wieder getestet werden, auch wenn wir immer wieder geprüft werden, auch immer wieder in Versuchung geführt werden, den Idealen treu bleiben. Das ist gut. Und dabei brauchen wir auch Mut. Nicht immer so einfach. Aber so wachsen wir. Ah, that's it.